Sie suchen die Schleife. Finden Sie nicht. Was kommt da geflogen? Was ist denn das? Ein Vogel! Ein Vogel so grün wie das Gras. Er bringt der Hexe die Schleife zurück. Was für ein Glück. Kein Vogel! So sagt er. So grün wie ich. Habt ihr noch Platz für ein Tier wie mich? Auf dem Besenstiel? Ich brauche ja nicht viel. Die Ente fasste Mut, watschelte los und wünschte freundlich: Guten Tag. Du? Moment! Ich sehe, du hast ja nichts, beschwerte sich die Ratte. Wenn das so ist, dann ess ich einfach dich. Sicher bist du sehr alt und sehr zäh. Sowas nimmt man auch bloß mal zur Not. Doch ich bin Räuber. Ratte? Räuberratte. Räuberratte? Ja, ich bin Räuberratte. Und ich werde dich jetzt als Abendbrot rauben. Nein, warte! Sprach die Ente. Ich habe eine Schwester, die sehr gern Kekse und Kuchen isst. Wenn du willst, bring ich dich hin. Ich meine nur, weil du so hungrig bist. Sie wohnt auf einem Berg, der eine große Höhle hat. Sie ist bis oben hin voll mit Kuchen und Keksen und allerlei Gebäck. Und dort wirst du ganz sicher satt. Ja, führ mich hin, rief Räuberratte. Und so ritten sie los. Sie ritten furchtbar weit. Immerzu den Berg hinauf. Lange, lange Zeit. Schließlich waren sie am Ziel. Und die Ente rief vor Glück: Guten Abend, Schwester. Schwester! Schwester! Und Schwester! 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 Die Antwort kam gleich zurück. Psst. Hast du wirklich leckere Kuchen? Schrie Ratte wie von Sinnen und Kuchen? 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 Tönte es von drinnen.
Ich komm und hol sie! Der Räuber rief und sah ganz gierig aus und... Komm und hol sie! Komm und hol sie! Während die Weihnachtsglöckchen erklingen, hilft Stockmann, den Kindern Geschenke zu bringen. Zu den Rentieren, die seinen Luftschlitten ziehen, ruft der Weihnachtsmann. Endlich, dort ist er, der letzte Kamin. Frau Stockmann ist einsam. Die Kinder sind traurig. Ohne Stockmann ist Weihnachten einfach nur schaurig. Sie sorgen sich sehr. Sie schlafen nicht ein. Danke, ihr seid echt der Clou, rief die Meerjungfrau. Und zum Abschied winkte sie den Rettungsfliegern zu. Später am Morgen entdeckten sie ein wenig weiter vorn ein Einhorn, das laut jammerte. Ich will kein zweites Horn. Ja? Rumsdi-bums, gelandet. Da helfe ich. Er stolzierte los, zückte sein Schwert und das Einhorn war es los. Ich danke euch, ihr seid grandios. Es ist so toll, dass ihr geholfen habt. Zock und die Rettungsflieger flogen wieder los. Puh.
der Gryffalo sprach. Mein Lieblingsschmaus. Ist Butterbrot mit kleiner Maus. Nein, sprach die Maus. Kann gar nicht sein. Ich bin gefürchtet. Wald aus, Wald ein. Geh hinter mir her, dann zeige ich es dir. Alle Tiere im Wald haben Angst vor mir. Vor dir? Na gut, sprach der Gryffalo außer Atem vor Lachen. Dann geh mal schön vor. Und keine krummen Sachen.